Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist schon der erste Advent. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Weihnachten steht schon wieder vor der Tür. Unglaublich, aber wahr. Ja, ich habe mir heute für das Sonntagsvideo ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar eine Q&A, also eine Art Q&A. Mir wurden sehr, sehr viele Fragen gestellt in den letzten Wochen unter meinen Videos. Denn es sind einige neue Abonnenten dazugekommen, worüber ich mich total gefreut habe. Also herzlichen Dank hier an dieser Stelle. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe eine richtig coole Community. Wir halten alle zusammen und ich finde es richtig cool, dass ihr jetzt mit dabei seid. Und ja, ihr habt mir viele Fragen gestellt. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, mache ich heute mal dieses Video. Also nehmt euch einen Kaffee oder einen Tee, einen Cappuccino, was auch immer und chillt euch auf die Couch mit einer Decke. Ich erzähle euch ein bisschen was zu mir als Person, ein bisschen was aus meinem Leben und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt alle mit in mein Wohnzimmer kommt und mit dabei seid. Ich habe auch in diesem Video eine tolle Verlosung, die ich definitiv nicht in die Überschrift schreiben werde, denn es geht an meine treuen Abonnenten. Ich finde jetzt gerade zur Weihnachtszeit wird es so unglaublich viele Gewinnspiele geben und ja, meistens ist es doch dann so, nicht immer, aber dass die Abonnenten dann auch wieder gehen, weil sie nicht gewonnen haben. Und das finde ich sehr, sehr schade. Deshalb mache ich das anders. Und es wird auch so sein, dass ich jeden Sonntag, also zu jedem Advent, was für euch habe, an euch verlosen werde. Ihr wisst, ich liebe es, Dinge zu verschenken, zu verlosen. Wir Blogger bekommen ja auch ein bisschen was zugeschickt, das wir testen können. Und wenn ich das dann doppelt habe, ja, bekommt ihr das. Aber in diesem Video wird es einen Gutschein geben, der richtig wertvoll ist. Dazu kommen wir aber am Schluss nochmal oder in der Mitte des Videos mal schauen, wie ich es machen werde. Jetzt erzähle ich euch erstmal ein bisschen was zu mir bzw. zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und zwar ist es so, dass ich ganz, ganz oft gefragt werde, wieso denn mein Kanal Rossella Mia heißt. Ja, das ist eine coole Frage zu Recht, denn mein Name ist ja eigentlich Heidi, der im Prinzip gar nicht zu mir passt, finde ich. Aber ich ihn dennoch cool finde. Doch, es ist schon in Ordnung. Jedenfalls ist es so, dass ich meinen Kanal natürlich nicht Heidi nennen konnte. Und ich ja vier Jungs habe, dazu kommen wir später noch. Und ich mir natürlich schon immer auch ein Mädchen gewünscht habe oder hätte. Denn ich glaube, der Zug ist abgefahren, was Kinder kriegen betrifft. Ja, ich glaube schon. Hoffentlich hat es mein Mann jetzt nicht gehört, denn ja, ich glaube, der ist für sowas noch ein bisschen offen. Egal. Also jedenfalls ist es so, dass ich ja Jungs habe und bei uns in Italien das Tradition ist, dass man dann den Namen der Eltern, also der Großeltern, dem Neugeborenen gibt. So, und meine Mama heißt Rosa und ich hätte so, so gerne eine Rossella gehabt. Ja, und das ging natürlich nicht, was aber völlig in Ordnung ist. Also es ist total in Ordnung, ich bin einfach eine Bubenmama. Und meine Jungs werden mir dann schon die Mädels bringen, bin ich mir sicher. Und jedenfalls, ja, hat mir halt immer der Name sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe mir dann irgendwann überlegt, okay, ja, mein YouTube-Kanal wird Rossella heißen. Ja, und dann habe ich halt Mia noch hinzugefügt, genau. Aber das ist eigentlich so die ganze Geschichte. Viel ist es eigentlich nicht, ein bisschen bescheuert, aber ja, so bin ich halt, ein bisschen bescheuert. So, so viel dazu. Ja, jetzt kommen wir zu meinen Kindern. Wie gesagt, ich habe vier Kinder. Das können viele, viele nicht von euch glauben und auch nicht, wenn ich rausgehe und mich irgendwo vorstelle. Dazu möchte ich euch dann auch gleich noch was sagen, aber ich erzähle euch ein bisschen erst was über meine Kinder. Und zwar ist es so, dass ich ja einen großen Sohn habe, der Maximilian heißt, der ist schon 17. Ihr habt es gesehen, er fährt schon Auto. Oh mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Es ist unglaublich, der ist gestern erst auf die Welt gekommen, ne? Wahnsinn. Also das ist mein Großer, der Max, das ist sein Spitzname. Dann habe ich noch einen Sohn, da kommen wir später zum Namen. Dann habe ich einen dritten Sohn, das ist der Gianluca. Als Spitzname Luki, Lukito, darf nur ich sagen, oder Luki in Kentucky. Das ist eine Geschichte. Jetzt denkt ihr euch, oh mein Gott, die Frau ist echt total hohl. Jedenfalls darf auch nur ich das sagen. Und ja, dann habe ich noch den Lissandro. Und den Lissandro, den habt ihr ja schon ganz oft in meinen Videos gesehen, das ist der Lessi. Da wurde mir auch schon geschrieben, Mensch, man sieht immer nur den Lessi, du bevorzugst den Lessi. Und das ist natürlich ein totaler Quatsch. Also ich liebe natürlich jedes Kind gleich. Jeder ist individuell und bekommt meine Liebe. Jede Mutter von euch wird wissen, was ich jetzt meine. Der Lessi, der ist eben oft zu sehen, weil er nur bis 1 Uhr Schule hat und die meiste Zeit dann eben mit mir zusammen ist und er somit auch vor die Kamera kommt. Also ne, da gibt es natürlich keine Präferenzen. Bei meinem zweiten Sohn ist es ein bisschen anders. Da wurde mir ja auch schon vorgeworfen, dass ich ja nur drei Kinder zeige, warum ich denn schreibe, Leben mit vier Kindern.
also ne, meine Blogs. Also es ist so, ich wüsste nicht, warum ich euch anlügen soll. Das ist ja ein totaler Quatsch. Also ich bin alt genug und man lügt einfach nicht und vor allen Dingen nicht bei so einer Sache. Es ist nur so, dass mein zweiter Sohn eher kamerascheu ist und ich das natürlich respektiere und akzeptiere. So, er möchte nicht vor die Kamera und das ist auch total in Ordnung, aber deswegen habe ich trotzdem vier Kinder und deswegen ist es trotzdem als Titel Leben mit vier Kindern total in Ordnung. Ich muss mich ja trotzdem um ihn kümmern, ja? So, das fand ich total spannend und es ist auch so, dass ich die ganze Zeit nicht seinen Namen sagen durfte, also auf Snapchat gerade und überhaupt, also, ne, er möchte das halt nicht. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen nochmal mit ihm gesprochen. Jetzt darf ich mittlerweile schon den Namen sagen, was ich richtig cool finde, denn er hat einen wunderschönen Namen. Und es ist auch so, dass eine ganz, ganz aufmerksame Abonnentin in meinem letzten Vlog tatsächlich meinen zweiten Sohn entdeckt hat. Und das fand ich so, so cool. Ich fand es so cool, ich habe sie so gefeiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und zwar war das eine richtig lange Sequenz und während ich das Video geschnitten habe, dachte ich mir noch so, oh nein, der ist zu sehen. Mir ist es ja nicht aufgefallen, ne? Ich habe so die Kamera gehalten, habe ich ja nicht gesehen, dass er hinten dran ist. So, dann habe ich ihn geholt, habe gesagt, hier, schau mal bitte, ne? Du bist zu sehen, kann ich das drin lassen oder soll ich es löschen? Naja, hat er erst überlegt, hat sich die Sequenz angeschaut und ich habe ihm dann noch vorgeschlagen, dass ich auf sein Gesicht ein Smiley machen könnte, aber ihr dann mit Sicherheit total abgelenkt seid und die ganze Zeit auf diesen Smiley schaut, der ja dann quasi hinter mir so ist, ja. Und dann hat er gesagt, nee Mama, kannst du so lassen. Das fand ich richtig cool von ihm. Und wie gesagt, einer von euch hat es gemerkt. Und jetzt kommen wir zum Namen von meinem Zweitgeborenen, also das vierte Kind, das ihr nie seht. Ja, und zwar ist sein Name Moritz. Genau, und den nenne ich immer Momo, darf auch kein anderer sagen. Und ja, das ist mein Moritz. Und genau, so viel zu meinen vier Kindern. Also, so ist es. Und ja, so viel dazu. Ich wollte euch aber noch was sagen. Und zwar, was ich so ein bisschen komisch finde, dass wenn ich mich irgendwo vorstelle oder jetzt auch so für euch oder ja, ich habe auch echt schon oft gelesen, oder auch hier, wie gesagt, wenn ich mich irgendwo vorstelle, ne, dann kommt gleich der erste Satz, was, du hast vier Kinder? Oh Gott, und das sieht man dir gar nicht an. Ja, wie, vier Kinder? Also für viele ist das natürlich viel. Also vier Kinder sind auch echt viel und es ist enorm viel Arbeit, die ich mir so ausgesucht habe. Und das ist das Beste, was mir natürlich jemals passiert ist. Dazu kommen wir gleich noch zu einer anderen Frage. Mein Gott, ich hole heute total aus. Aber wie gesagt, macht es euch gemütlich. Ich labere einfach ein bisschen mit euch. Ja, und da habe ich mir dann so überlegt, ne, so am Anfang, was erwarten denn die Leute, wenn sie hören, ich bin Mutter von vier Kindern, also ne, vom Erscheinungsbild, was erwarten sie? Eine, die total ja, ungepflegt ist, mit fettigen Haaren oder total gestresst oder eine, die ja, vom Körperbau vielleicht ein bisschen anders aussieht als ich. Ich finde das so ein bisschen schade, also dass man da so drauf reduziert wird. Und das hatte ich mal in einem Tag auch gesagt, der Problemzonen-Tag war das, glaube ich. Ja, man sollte Leute nicht auf sowas reduzieren. Ich finde das eher schade, denn wenn ich jetzt eine Mutter treffe, die zu mir sagt, ja, ich habe vier Kinder und die vielleicht ein bisschen kräftiger ist als ich, da sage ich ja auch nicht zu ihr, ja, sieht man dir an. Also das wird mir im Traum nicht einfallen. Und jedes Mal, wenn ich ein Video drehe, ruft mich jemand an. Moment. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Hallo? Ja, ich drehe noch kurz fertig und dann komme ich. Okay, bis gleich. Tschüss. Unglaublich. Unbelievable. So, okay. Also, wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich total raus. Also, ja, was wollte ich euch sagen? Ich würde es besser finden, wenn man nicht auf die Anzahl der Kinder reduziert wird. Ich bin eben nun mal eine kleine, schmale Person und ja, ich habe trotzdem vier Kinder. So, also, so viel dazu. Wie gesagt, ich bin jetzt total raus. Ich wollte euch da noch ein bisschen was zu sagen. Egal. Kommen wir noch kurz zu einem anderen Kommentar, das ich super lieb fand, unter meinem letzten Blog. Da hat eine liebe Abonnentin geschrieben, dass mein Alltag ja super stressig ist und dass ich mehr auf meine Gesundheit achten sollte. Und ja, das fand ich sehr, sehr aufmerksam. Ich für mich empfinde das nicht als Stress, mein Leben. Ich renne viel rum, ich habe viel zu tun, ich habe viele Termine, ich werke hier rum, unser Haus und ich muss kochen und ich gehe arbeiten und so weiter, aber das finde ich total in Ordnung, denn so
und nicht anders habe ich es mir ausgesucht. Und für mich ist es kein negativer Stress, sondern es ist positiv. Ich liebe das, was ich tue und es ist total in Ordnung. Ich habe an euren Kommentaren gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, was ich mache, weil für mich ist es selbstverständlich. Und ich wollte euch nur sagen, ja, dass ich das total toll finde, euer Feedback zu meinem Video. Und ja, macht euch keine Sorgen, ich passe schon auf mich auf. Alles easy going, alles gut. Und zum Thema Arbeit war auch noch ein Kommentar, dass sie es schade findet, dass eine Mutter von 4 Kindern arbeiten gehen muss. Also ich muss nicht arbeiten gehen, so ist es nicht. Ihr wisst, wir sind selbstständig und wenn ich jetzt zu meinem Mann sagen würde, hier, du musst dir jemand fürs Büro holen oder ich brauche eine Putzfrau, ich brauche einen Gärtner oder was auch immer, wäre mein Mann der Letzte, der sagen würde, nö, sondern er würde das natürlich akzeptieren. Für mich ist es sehr, sehr schön, dass ich ins Büro kann, dass ich arbeiten gehen kann. Meine Kinder waren super klein. Ich war 4 Tage im Krankenhaus nach der Geburt und habe dann sofort das Neugeborene mitgenommen und habe im Büro gesessen und gearbeitet. Das finde ich aber total in Ordnung und wie gesagt, so habe ich es mir ausgesucht. Also dieses Ganze mit Elternzeit und was gibt's denn da alles? Da gibt es doch dann dieses 6 Wochen vor der Geburt und keine Ahnung, wie lange nach der Geburt muss man nicht auf die Arbeit und so weiter. Das kenne ich alles gar nicht, weil wie gesagt, wenn man selbstständig ist, ist es ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich fand es sehr, sehr aufmerksam. Und ich wollte euch aber an dieser Stelle noch sagen, dass es total in Ordnung ist. Und eine hat dann noch geschrieben, dann kann sie sich auch das leisten, was sie sich da holt. Keine Ahnung, also irgendwie so. Aber das war jetzt auch nicht so negativ gemeint. Aber dazu muss ich auch sagen, dass ich das ganze Geld, das ich spare, weil ich selbst auch arbeiten gehe, für meine Kinder anlege. Denn 4 Kinder, also ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, kosten natürlich auch Geld. Wenn wir jetzt nur mal die finanzielle Seite sehen, ne? Ich möchte jetzt hier auf meinem Kanal eigentlich nicht über Geld sprechen, aber jeder kann sich das denken. Und der Max zum Beispiel, der will ja dann auch bald studieren. Also ne, das muss auch alles finanziert werden. Und das Geld, das ich mir spare, weil ich keine Putzfrau habe, zum Beispiel, darf ich mir dann halt was kaufen oder eben meinen Kindern. So ist es halt bei uns geregelt. Aber wie gesagt, auf das Thema Geld möchte ich jetzt gar nicht so eingehen. Das macht natürlich jeder so, wie er möchte. Und zum Thema, was wir denn arbeiten, das werde ich auch so, so oft von euch gefragt. Es scheint euch echt so arg zu interessieren, aber dazu möchte ich euch sagen, dass es total unwichtig ist. Wichtig ist doch einfach nur, dass wir einen Job haben, dass wir den gerne machen, dass mein Mann gerne früh aufsteht und arbeiten geht. Ich habe ihn noch nicht einmal gehört, wirklich nicht einmal in der ganzen Zeit, in der wir verheiratet sind und zusammen sind, dass er irgendwie keinen Bock auf die Arbeit hätte oder krank gewesen wäre. Er geht da total auf, das ist eben sein Traumberuf und das finde ich ganz, ganz toll. Mittlerweile auch mein Traumberuf, ich mache das super gerne und wie gesagt, ich messe das nicht bei anderen und deswegen würde ich es super finden, wenn ihr da nicht so ein Gewicht drauf legt. Ne? Ich weiß, dass es euch interessiert, aber ganz ehrlich, es ist völlig egal, was für einen Schulabschluss man hat oder was für einen Job, Hauptsache man ist glücklich. Genau, das finde ich super wichtig, das wollte ich euch noch sagen und ansonsten fragt ihr mich zum Beispiel auch genau, ob ich noch Geschwister habe. Ja, ich habe Geschwister und den einen, den kennt ihr auch ganz gut und zwar ist es mein Bruder. Auf Snapchat zeige ich ihn ja nicht so ganz, immer nur so zur Hälfte und das ist immer total witzig auf Snapchat. Das ist ja nicht mein Bruder, sondern mein Bruder. Also ich übertreibe das immer voll und mache das auch extra und mit jedem Satz, den er zu mir sagt, verarscht er mich. Und es ist so, dass ich meinen Bruder tatsächlich gar nicht so viel sehe. Für euch kommt es vielleicht so rüber, gerade auf Snapchat, aber wir sehen uns dann immer nur mal so 10 Minuten und dann gehe ich wieder, weil er muss ja arbeiten. Also ich glaube, ich war das letzte Mal bei meinem Bruder vor 8 Jahren zu Hause oder so, weil er ist wirklich nur in seinem Restaurant. Der ist auch so ein Workaholic wie mein Mann, also genauso. Die zwei können sich die Hand geben. Und ja, dann gehe ich halt kurz vorbei, sag hallo, er erzählt mir was, verarscht mich und dann gehe ich halt wieder. Ne? Ja, so ist das bei uns. Dann habe ich ja noch meine Schwester, die Steffi, Stefania, die lebt jetzt in Rom. Genau, ich hoffe, dass ihr sie an Weihnachten mal sehen könnt. Dann habe ich noch 2 Geschwister in Italien und eine, die lebt noch hier in Deutschland, aber die sehe ich auch relativ selten, weil es eben weit weg wohnt. Und genau, so ist es zu meinen Geschwistern. Ja, was habt ihr mich denn noch gefragt? Was ich gelernt habe, genau, weil ich doch so viel koche und es so gern mache und so gut mache. Ich weiß es nicht, ob ich es gut mache, aber ich habe tatsächlich diesen Job gelernt und zwar bin ich Hotelfachfrau, ja. Wer hätte es gedacht, ich habe schon viele Klos in meinem Leben geputzt, ja. So ist es und in der Hotelfachausbildung ist es so, dass man auch eine Zeit lang in der Küche sein muss und das auch lernen muss. Klar, man muss ja wissen, was man dem Gast dann anbietet und
Von daher kommt es wahrscheinlich, dass ich kochen kann. Ob es so lecker ist, weiß ich nicht. Ich kriege meine Familie satt, die haben sich noch nicht beschwert. Und es ist auch so, dass ich eigentlich aus einer Gastronomenfamilie komme. Also mein Bruder hat ja ein Restaurant, mein Vater hatte einige Restaurants und ja, meine Schwester hat auch in dem Job gearbeitet. Jetzt wird sie bald als Flugbegleiterin arbeiten, aber da wird sie auch die Leute bedienen irgendwie, ne? Ja. Genau, jetzt kommen wir wie versprochen noch zur Verlosung und zwar, ja, wer mir auf Snapchat folgt, weiß, dass ich tagtäglich meinen Mulex verwende. Ich liebe dieses Schätzchen. Mein Mann hat mich tatsächlich schon gefragt, ob wir eigentlich noch den Backofen benötigen und ich gesagt habe, nö, eigentlich nicht. Also total lustig, ich liebe es. Und es ist so, dass ich euch jetzt einen Gutschein schenken darf und zwar im Wert von 100 Euro, was ich richtig viel finde, also eine enorme Summe. Ihr könnt euch, wenn ihr gewonnen habt, auf der Mulex-Seite was aussuchen. Falls es den Wert übersteigt, könnt ihr die Differenz drauf bezahlen und euch eben das aussuchen, was ihr möchtet. Eigentlich ist es eine Instagram-Verlosung. Ich wollte euch nur hier auch schon mal ankündigen, dass ihr Bescheid wisst, weil ich euch jetzt, wie gesagt, jeden Advent etwas zukommen lassen möchte. Ich hoffe, ihr freut euch. Schaut einfach mal auf Instagram vorbei, falls ihr mich da noch nicht abonniert habt. Und alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch aber trotzdem nochmal hier unten in die Infobox. Könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Ja, meine Lieben, das war es jetzt soweit von meinem Laber-Video. Ich hoffe, dass euch diese Art von Video auch mal gefallen hat. Von mir schreibt mir sehr, sehr gerne eure Videowünsche. Also ich habe gemerkt, dass euch Vlogs gefallen. Ja, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, aber ich gebe da mein Bestes. Ansonsten könnt ihr mir sehr gerne eure Videowünsche unten mal in die Kommentare schreiben. Es wird ja keine komischen Challenges geben. Also ich habe natürlich schon im Kopf, was ich weiter hier auf meinem Kanal zeigen möchte. Also sowas wird es definitiv nicht geben. Aber ja, so ein paar andere schöne Sachen habe ich noch für euch. Und ich habe auch ganz, ganz viele tolle Weihnachtsvideos letztes Jahr gemacht. Da würde ich mich freuen, wenn ihr unten mal auf die Playlist drückt. Ich habe so, so schöne Sachen gebastelt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, weil mich da auch viele gefragt haben, ob ich einen Adventskalender mache, ob ich einen ja, Bastel und so weiter. Die Zeit ist mir leider nicht geblieben. Deswegen schaut da gerne mal in die Playlist. Und ansonsten, ja, freue ich mich natürlich, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut, falls ihr das noch nicht gesehen habt, falls ihr meinen Zweitgeborenen sehen wollt, dann schaut mal ganz aufmerksam, dann seht ihr ihn. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen ersten Advent, lasst es euch gut gehen und dann bis Donnerstag. Macht's gut, tschüss!